Mit dem, was du selbst tun kannst, bemühe nie andere. Banken sind gefährlicher als stehende Armeen. Zusammen mit der Moral eines Volkes geht auch sein Schaffensdrang verloren. Schlechte Kandidaten werden gewählt von guten Bürgern, die nicht zur Wahl gehen. Alles, was für die Freiheit und Würde des Individuums notwendig ist, sollte von der Regierung garantiert werden. Unsere wahre Freiheit liegt nicht darin, dass wir tun können, was wir wollen, sondern darin, dass wir tun können, was richtig ist. Eine Regierung, die ihre Bürger unterdrückt, ist schlechter als eine Pest. Es ist besser, mit einer Ungerechtigkeit leben zu müssen, als für jede Ungerechtigkeit Krieg zu führen. Ich bin ein unbesiegbarer Optimist, was die Zukunft unseres Landes betrifft, solange wir uns an unsere Gründungsprinzipien halten und sie weitergeben. Das größte Glück, das ein Mensch erfahren kann, ist es, sich selbst und andere glücklich zu machen. Wissen ist die beste Waffe, die ein Mensch jemals besitzen wird. Freiheit und Gerechtigkeit müssen immer miteinander einhergehen. Die Menschen sollten sich niemals mit weniger zufrieden geben als mit Freiheit und Gerechtigkeit. Eine Regierung, die auf Lügen gegründet ist, kann nicht lange bestehen. Wenn ein Volk seine Regierung fürchtet, ist es bereits nicht mehr frei. Wir sollten uns bemühen, die Wahrheit so oft wie möglich zu sagen, denn wir werden es irgendwann glauben. Eine Regierung, die ihre Bürger nicht respektiert, verdient keinen Respekt. Ich bin für die Trennung von Kirche und Staat. Besser ist es, eine einzige gute Regierungsmaßnahme zu haben, als viele schlechte. Eine Regierung, die bereit ist, ihre Bürger zu töten, um ihre Macht zu erhalten, hat keine Legitimität. Es ist besser, 100 Unschuldige zu befreien, als einen Schuldigen zu verurteilen. Jeder, der bereit ist, ein ganzes Leben lang zu lernen, kann niemals belehrt werden. Eine Regierung, die ihre Bürger ausnutzt, ist eine Tyrannei, unabhängig von ihrer Form. Der erste Zweck einer Regierung sollte immer die Sicherheit und das Wohl ihrer Bürger sein. Wir müssen uns stets an die grundlegenden Prinzipien der Freiheit und Gerechtigkeit halten, um eine starke und gerechte Regierung zu erhalten. Vielen Dank, dass du dir die Zitate angesehen hast. Abonniere gerne den Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Wir freuen uns auch über einen Like von dir.